Jetzt ist die nächste Rednerin für die SPD-Fraktion. Guten Morgen, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir hören fast bei jedem Tagesordnungspunkt, welche historische Stunde wir denn hier erleben dürfen. Was sich aber tatsächlich historisch und wichtig und welche Schritte richtig auf den Weg gebracht wurden, liegen eigentlich zurück. Nämlich zu dem Zeitpunkt, als wir alle gemeinsam hier, die Kolleginnen und Kollegen, die in der 14. Wahlperiode den Enquete-Kommissionsbericht fertiggestellt haben. Das, was dort eingeflossen ist, das sind wirklich die, die historisch gearbeitet haben für die Vereine, Verbände, Organisationen, für all die, die ehrenamtlich, gemeinnützig tätig sind. Da war wirklich eine historische Stunde. Die andere wichtige und richtige Stunde war, mein lieber Kollege Herr Freier von Stetten, die letzte Wahlperiode, und zwar das Jahr 2007. Dort haben wir in der Großen Koalition die richtigen Schritte und die richtigen Maßnahmen beschlossen in dem Gesetz zur weiteren Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements. Und dann ist es nun in der Tat nicht gerade sehr schwer, dass man auf gute Grundlagen, auf ein gutes Fundament entsprechend aufbauen kann, aber doch zumindest einige Ergänzungen oder Erfahrungen umsetzen kann. Und ich möchte das, was Sie hier einbringen, nicht schmälern. Aber ich habe schon eine andere Wahrnehmung, sowohl in der Beratung als auch im Umgang mit unseren Anträgen. Dass Sie die Anregungen aus der Anhörung nun tatsächlich nicht unbedingt in allen Punkten gefolgt sind, Ihre Entscheidung. Aber uns zu suggerieren, Sie seien kooperativ und auch jetzt der Öffentlichkeit darzustellen, Sie seien so offen und hätten alle Anregungen angenommen, ich weiß nicht, auf welcher Veranstaltung Sie waren, aber bei der letzten Finanzausschusssitzung, wo wir dieses Gesetz abschließend beraten haben, wo wir 9 Anträge eingebracht haben, wo ich noch mit Ihnen darüber gesprochen habe, ob es Gemeinsamkeiten, gemeinsame Möglichkeiten gibt, haben Sie nachher, ohne mit der Wimper zu zucken, jeden Antrag abgelehnt. Selbst bei der Frage, und da, Herr Präsident, greife ich doch gerne Ihre Worte auf, und zwar, dass das Gesetz, die Frage Gemeinnützigkeit, Entbürokratisierungsgesetz, nämlich gar nichts mit dem zu tun hat, was wir seinerzeit in der letzten Wahlperiode auf den Weg gebracht haben. Wir haben Ihnen einen Vorschlag gemacht, wie wir dieses Gesetz entsprechend nennen können. Selbst da waren Sie nicht kompromissbereit. Und es ging da nicht nur um eine Überschrift. Wir haben eingebracht Gesetz zur Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements. Nämlich genau darum geht es. Und wenn Sie jetzt heute über das Ehrenamt sprechen, viele Laien gebrauchen viele Wordings, gar keine Frage, gebrauchen die verschiedenen Begriffe, nur Sie sagen etwas anderes aus, Sie wollen eine ganz andere Richtung hineingehen. Und das ist schon, finde ich, für Sie sehr beschämend, ist Ihre Sache, wie Sie das Ihren Vereinsvertretern, Ihren Organisationen erklären. Alle Anträge, die wir eingebracht haben, sind gemeinsam mit den Verbänden, Organisationen und Vereinen auf den Weg gebracht worden. Und wir haben da die 23 Millionen Menschen, die 600.000 Vereine, Initiativen, Organisationen und Stiftungen hinter uns, weil sie nämlich gemeinsam mit uns die Anträge formuliert haben. Sie haben in der Tat, ja, was Sie mit Ihrem Gesetzentwurf hier einbringen, ist eine Frage von Entbürokratisierung in der Abgabenordnung. Gibt es nichts dagegen zu sagen, aber in diesem Fall greifen Sie nur einige Punkte heraus und sind in vielen Dingen, die ganz einfach aufgrund der veränderten Situation, gerade im Sozial-, im Gesundheitsbereich, überhaupt nicht gefolgt. Das ist ein Punkt, der nicht in Ordnung ist. Haben Sie ganz eiskalt, sind Sie darüber hinweggegangen. Dann die Frage im Bereich der Übungsleiterpauschale, Anhebung von 2.100 auf 2.400. Ich möchte gerne mit Johannes Rau den Punkt beginnen, der einmal gesagt hat, das ehrenamtliche Engagement ist die Seele der Demokratie. Ja, er hat recht. Soweit reicht nämlich das Engagement und die Unterstützung der Ehrenamtlichen ein. Nämlich Johannes Rau, Willy Brandt, in der Nachfolge Per Steinbrück, haben sich sehr, sehr stark für diesen Bereich eingesetzt und die Dinge auf den Weg gebracht. Nun zum Thema Übungsleiterpauschale. Ich habe mit meinen Vereinen so viel Beifallsbekundung, kann meine Zeit eingehalten werden, dann dürfen Sie auch die Hände benutzen und klatschen. Ich habe mit meinen Vereinen und Organisationen gesprochen.
Hier kann ich mal rausgreifen, einen Präsidenten meines Vereins Tusem, der ganz klar sagt, natürlich freuen wir uns über den Bereich der Anhebung der Übungsleiterpauschale. Aber ist es tatsächlich das, was die ehrenamtlich Tätigen, die gemeinnützig tätig sind, brauchen und wollen? Was ist mit denen auch? Aber viele, lieber Kollege, Sie rufen gerade dazwischen auch, wir haben in der Anhörung erfahren, dass viele das gar nicht mehr in Anspruch nehmen können, wie viele Vereine. Sicherlich einige große schon, aber andere nicht. Darüber müssen wir reden. Und ist die Frage, ob wir immer nur die Großen fördern oder ob wir auch die Kleinen fördern. Gut. Gut, also, hier schreibt dann mein Präsident, der Ulrich Geismeier, also die kleinen Dinge, die Auszeichnungen, die unkomplizierten Dinge, denn das Ehrenamt möchte nicht finanziell ausgestattet, sondern das Ehrenamt möchte anerkannt werden. Ich habe mit unserer Kollegin aus dem Ehrenamt Agentur auch gesprochen, die genau dieses auch noch einmal beschreibt, nämlich die Frage, es kann nicht immer nur alles über Steuern gehen, sondern wir müssen das Ehrenamt im Sinne der Enquete-Kommission entsprechend nach vorne bringen. Und da sagen wir, da haben Sie nichts auf den Weg gebracht. Ja, wir unterstützen auch, wir bestimmen ja auch dem Gesetzentwurf zu, der Ehrenamtspauschale, die Anhebung von 500 auf 720. Und trotzdem ist das nicht das Mittel, was letzten Endes vor Ort in dieser Form gebraucht wird. Zum Zivilrecht, auch da haben Sie etwas gesagt, mein lieber Kollege. Ja, es stimmt. Aber suggerieren Sie den Kolleginnen und Kollegen, den Vertretern in den Vereinen und Organisationen nicht, dass sie jetzt komplette Rechtssicherheit im Bereich der Haftung haben. Das Strafrecht zieht in jedem Fall immer noch. Es ist ein richtiger Schritt, kein Thema, aber er springt ein wenig zu kurz in dem Bereich des Sportes, wenn ich das mal so sagen darf. Sie führen einen verengten Begriff der Gemeinnützigkeit, den führen Sie fort und auch im Bereich der neuen Titelsfindung. Ich sage Ihnen, Sie gehen in eine andere Richtung und die Kolleginnen und Kollegen, die an einem Enquetebericht, und ich schaue jetzt auch mal in die Reihen der CDU, den Enquetebericht mitgestaltet haben, werden sicherlich nicht alles gutheißen, was Sie hier heute auf den Weg bringen, wobei ich immer sagen muss, für mich ist es wichtig und gut, dass wir heute in der Kernzeit einmal über 23 Millionen Menschen, über das ehrenamtliche Engagement, über das, was diese Menschen für unsere Gesellschaft leisten, hier heute in der Kernzeit vortragen können. Ihr Gesetzentwurf ist aber verräterisch im Bereich der Begründung. Denn dort bringen Sie ganz klar zum Ausdruck, wie Sie die ehrenamtlich, die Engagierten, die Vertreterinnen und Vertreter in Kultur, im Bereich Sport, im Bereich Vereine und so weiter eigentlich in unserer Gesellschaft sehen. Ich zitiere jetzt wörtlich aus der Drucksache. In Zeiten knapper öffentlicher Kassen gewinnt die Förderung und Stärkung der Zivilgesellschaft an Bedeutung. Bis dahin wunderbar. Aber denn die öffentliche Hand wird sich wegen der unumfänglichen Haushaltskonsolidierung auf ihre unabweisbaren notwendigen Aufgaben konzentrieren müssen. Nein, nein. Unsere ehrenamtlich und engagierten im bürgerschaftlichen Engagement können wir nicht missbrauchen für das, wo Sie verfehlte Haushaltspolitik betreiben, bis hinein in die Kommune. Da werden wir nicht mitmachen, denn wir werden dieses ehrenamtliche Engagement nicht missbrauchen, sondern ganz im Gegenteil stärken und honorieren. Und das, was hier die Menschen leisten, ist tatsächlich ein ganz, ganz wichtiger Teil hier zum Gelingen unserer Gesellschaft. Da Ihr Gesetzentwurf uns nicht weit genug bzw. stellenweise in eine falsche Richtung geht, haben wir auch einen Entschließungsantrag eingebracht, der noch mal sehr deutlich auf den Punkt geht, in 5 Punkten, wohin wir letzten Endes im Bereich des bürgerschaftlichen Engagements gehen. Und da würde ich mich freuen, und da würden Sie in der Tat heute ein Zeichen setzen, wenn wir gemeinsam den Gesetzentwurf annehmen und beschließen und Sie gleichzeitig unseren Entschließungsantrag auch in der kompletten Stärke Ihrer Fraktion, der Koalition, zustimmen könnten. Denn dann wäre es heute in der Tat nicht nur eine Kernzeit für das Ehrenamt, sondern tatsächlich eine gute Stunde, weil wir nämlich dann wieder dahin gehen, was die bürgerschaftlich engagierten Menschen in unserer Gesellschaft wirklich brauchen. Ich möchte mich bei allen, die für uns, für unsere Gesellschaft, die zum Gelingen beitragen, ganz, ganz herzlich bedanken. Und ich kann nur sagen, genau hinschauen, was denn teilweise hier beschlossen wird. Und nicht überall da, wo Ehrenamt draufsteht, wird auch Ehrenamt gefördert. Wir sind die tatsächlichen Garanten dafür, dass bürgerschaftliches Engagement gefördert wird. Vielen Dank.